Das Leben und das traurige Ende von Yul Brynner. Das ist mit Yul Brynner passiert. Yul Brynner wurde in den frühen 1950er Jahren berühmt und genoss eine erfolgreiche Schauspielkarriere über mehrere Jahrzehnte. Er wurde zu einem der faszinierendsten und rätselhaftesten Stars seiner Generation. Ein Großteil von Yul Brynners Leben war in viele Geheimnisse gehüllt, angeheizt von einem ständigen Strom absichtlicher Lügen und großer Geschichten des Schauspielers, um die Medien oder Menschen zu ärgern, die er für leichtgläubig hielt. Geboren am 11. Juli 1920 und anlässlich des 100 sind im Laufe der Jahre verloren gegangen, da der Fokus hauptsächlich auf The King in E lag. Er wurde als Juli Boris Fuchbriner in Russland geboren. Sein Vater Boris Briner war Bergbauingenieur und Investor schweizerdeutscher und russischer Abstammung, während seine Mutter Maruja Dimitrievna eine aufstrebende Schauspielerin und Sängerin war. 1923 verliebte sich Boris in eine Schauspielerin und verließ seine Familie. Yul, seine Mutter und seine ältere Schwester Vera zogen nach China, wo sie in einer Schule der Christlichen Vereinigung junger Männer ausgebildet wurden. 1932 zog das Trio aus Angst vor einem Krieg zwischen China und Japan nach Paris. Dort spielte Yul seine Gitarre in Nachtclubs. Er verbrachte auch 5 Jahre als Trapezakrobat in einer französischen Zirkustruppe, aber eine Rückenverletzung machte ihn von dieser möglichen Karriere aus. 1940 zogen sie nach Amerika. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er für das US Office of War Information als französischsprachiger Radiosprecher und sendete in das besetzte Frankreich. Während dieser Zeit studierte er Schauspiel bei dem russischen Lehrer Michael Tschecho in Connecticut. 1941 spielte er eine kleine Rolle in einer Broadway-Produktion von Shakespeares Twelfth Night, 2 Jahre später folgte The Moon Vine. Er hatte einen viel größeren Anteil an der Produktion von Lautenlied 1946. 1949 wurde er in einer kleinen Rolle im Spielfilm Port of New York besetzt, hatte aber wirklich begonnen, sich im Fernsehen einen Namen zu machen, indem er in Anthologiesendungen auftrat und, interessanter, auch Regie führte und produzierte. Zu seinen Credits in den frühen 50er Jahren zählen Studio One, Starlight Theater, The Robert Koo, Lewis Show, We Take Your Word, Sure as Fate, Mr. E, Margination und Danger. Während er das Medium gelegentlich wieder aufsuchte, zog es ihn mit The King in E zurück zum Broadway, einem Musical, das sich damit befasst, was passiert, wenn der König von Siam eine Witwe zu sich nach Hause bringt, um als Gouvernante seiner Kinder zu dienen. Es basiert auf dem Roman Anna und der König von Siam und wurde sowohl von den Kritikern als auch vom Publikum geliebt. Eine Frage, die ihm damals gestellt wurde, war, ob es schwierig sei, die Aufführung Nacht für Nacht frisch zu halten. "Für mich ist das kein so großes Problem", antwortete er. Im September 1951 und dank der Sensation, die das Musical geworden war, erhielt Yul einen Vertrag über mehrere Bilder bei Paramount Pictures. Sein Filmvertrag begann beeindruckend. Zunächst holte ihn Regisseur Cecil B. DeMille für die Rolle des Ramses II. An Bord seiner zweiten Version der 10 Gebote, die mit Charlton Heston in der Hauptrolle. Der Regisseur ging zwischen den Acts hinter die Bühne, um mit Brynner zu sprechen, und beendete das Gespräch, indem er ihm die Rolle anbot. Ein Handschlag besiegelte den Deal. Yul überlegte: "In 4 Jahren hatte ich nie einen Besucher zwischen den Acts der Show, außer Mr. DeMille. Zwischen den Akten liegen nur 7,5 Minuten, aber er fing an zu reden und ich war beeindruckt von der enormen Recherche, die zu diesem Bild gemacht wurde. Als ich wieder auf die Bühne musste, hatte ich nicht nur zugestimmt, mit ihm die 10 Gebote zu machen, sondern ein weiteres Bild danach." 1956 hatte Yul ein großartiges Jahr an der Kinokasse. Für den Anfang gab es die Filmversion von The King in E, in der Deborah Kerr in der Rolle der Anna Leonovens mitspielte. Der Film wurde für 9 Oscars nominiert und gewann 5 in den Kategorien Bester Schauspieler, Beste Art Direction, Bestes Kostümdesign, Farbe, Beste Musik, Bewertung eines musikalischen Bildes und Tonaufnahme.
Die anderen Nominierungen waren Bester Film, Beste Hauptdarstellerin, Beste Regie und Beste Kamera, Farbe. Als nächstes folgte The Ten Commandments, dem Milles epischer Film mit tausenden von Schauspielern, darunter Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, John Derek, Vincent Price, John Carradine und Fraser Heston, Charltons Sohn, der als Baby beinahe ertrunken wäre, Moses. Als Gewinner des Oscars in der Kategorie Beste Spezialeffekte wurde The Ten Commandments zum umsatzstärksten Film des Jahres 1956. Jule rundete das Jahr mit dem historischen Drama Anastasia mit Ingrid Bergman ab. Alle drei Filme waren Hits und starteten den Schauspieler ziemlich spektakulär. Die Hits wurden 1958 mit The Brothers Karamazov und The Buccaneer fortgesetzt, bei denen er sich wieder mit Charlton Heston zusammentat. Was dann auf dem Papier zu funktionieren schien, aber nicht funktionierte, war, als er 1959 in The Journey erneut mit Deborah Kerr zusammenarbeitete. Aber es scheiterte an der Kinokasse, ebenso wie The Sound and the Fury von 1959. Die Komödien von Regisseur Stanley Donen noch einmal mit Feeling. Und Surprise Party erging es nicht viel besser. The Magnificent Seven, 1960, die westliche Version des Films Seven Samurai, wurde von der Kritik gut aufgenommen, lief jedoch in Amerika nicht gut, obwohl dies in Übersee der Fall war. Während der restlichen 1960er Jahre spielte er in 18 Filmen mit, von denen nur 1966 Die Rückkehr der Sieben ein Erfolg war. Seine ersten paar Filme der 1970er Jahre, und es waren 6, liefen nicht viel besser. Die TV-Serie Anna und der König im Jahr 1972 schien ein sicherer Rückzugsort zu sein. Aber für einen Titel, der eine so illustre Vergangenheit hatte, war es ein kolossaler Misserfolg und wurde in 12 Folgen abgesetzt. Etwas für Jule war die Westworld von 1973, in der er einen nicht funktionierenden, untödlichen, Waffenschleuderroboter spielt. Der Erfolg dieses Films führte dazu, dass er eine ähnliche Rolle in The Ultimate Warrior spielte, kurzzeitig wieder in westlicher Kleidung für Future World auftauchte und seine Filmkarriere im selben Jahr mit Death Rage, einem italienischen Actionfilm, beendete. Dazwischen kehrten seine Rolle als König von Siam in einem Broadway-Lauf von 1977 bis 1978, einer Londoner Produktion von 1979, der Tournee von 1981 bis 1983 und einer Rückkehr an den Broadway 1985 zurück. Passenderweise gewann er den Tony Award als bester Schauspieler. Das zweite Mal hatte er dies für dieselbe Rolle getan. In seinem Privatleben war Jule ein begeisterter Fotograf und Autor von Fotobüchern. Er war 4-mal verheiratet, mit Virginia Gilmore, Doris Kleiner, Jacqueline Tion de la Chaume und Kathy Lee, von 1983 bis zu seinem Tod. Im Laufe seines Lebens adoptierte er 2 Kinder und zeugte 3. Leider war Jule ab dem Alter von 12 Jahren ein starker Raucher. Er hörte schließlich 1971 auf, aber der Schaden war angerichtet. 1983 wurde ein Knoten in seinen Stimmbändern gefunden und er starb am 10. Oktober 1985 im Alter von 65 Jahren an Lungenkrebs wenige Tage nach seinem Tod. Auf Wiedersehen, Legendenschauspieler Jule Brünner. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.